Einfach nur Holzschwert, aber... XD. Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und ihr seht schon, was ist mit diesem Bronze los? Ist es Gold? Ja, es ist Gold und zwar ist es Gold, weil wir die Vertauscht BW Challenge machen. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Wir spielen nämlich mit vertauschten Texturen Minecraft Bed Wars. Heute mal wieder auf dem ATAC Server, weil er einfach so ehrenhaft war und mir auch den YouTuber rangegeben hat. Da dachte ich mir, on stream war das sogar. Da hatten wir glaube ich 40 Zuschauer und da hat Labby mir netterweise den YouTuber Rang schon mal ein bisschen vorzeitig gegeben. Also Grüße gehen raus an Labby, by the way. Ja, auf jeden Fall in dieser Challenge heute sind alle Texturen oder fast alle vertauscht. Das heißt, ja, wir bauen uns hier übrigens gerade zum Nicht-Nachbarn. Da machen wir das mal andersrum. Dann gehen wir lieber zu diesem Bridger, Telly, ey, alles klar. Und ja, Freunde, ihr seht schon, wie gesagt, die Texturen sind vertauscht. Das heißt, ich habe hier eigentlich gar nicht ein Schwert und auch irgendwie einen grauen Klotz im Inventar und irgendein Eisen wahrscheinlich soll das darstellen, sondern es ist eine Pickaxe. Und die Pickaxe ist mit dem Eisen vertauscht, soweit ich das jetzt verstanden habe. Das heißt, es wird ziemlich verwirrend sein. Ab und an wird man wahrscheinlich wichtige Items wegwerfen. So hat es zumindest den Anschein für mich. Ich glaube, der rote ist AFK. Den können wir dann direkt holen, wenn er jetzt mich nicht getrollt hat und irgendwie das Dealer-Trolling, wollte ich gerade sagen, das AFK-Trolling macht. Nö, er war AFK. Alles klar. Okay, das war nicht so schlau, dem vielleicht zuzubauen, den Spawner. Egal. Ja, Freunde, auf jeden Fall ist es so, alles ist vertauscht und das wird wirklich, wirklich verwirrend sein, glaube ich. Ich habe eben schon eine Runde davor gespielt mit dem Pack, um mich ein wenig zu orientieren. Ja, übrigens, falls ihr euch fragt, woher das Pack habe ich bei der Einkill gleich ein Resource-Pack Challenge gefunden. Das war ziemlich lucky, I guess, weil mir gefällt das eigentlich ziemlich gut, einfach mal so eine lustige Challenge zu machen. Warum nicht, Freunde? Übrigens, habt ihr schon auf meinem Discord vorbeigeschaut? Wenn nein, dann geht entweder in meinen Twitch-Channel und macht Ausrufezeichen Discord oder geht in die Beschreibung und geht auf den zweiten Link. Der erste Link ist nämlich immer mein Twitch-Channel, wo ich übrigens auch fast jeden Tag versuche, live zu gehen. Und ich dachte gerade schon wieder, wir haben ein Schwert im Inventar, aber das war doch kein Schwert. Lull. Okay, weiß lebt nicht mehr, schwarz. Nee, dann gehen wir doch andersrum. Auf jeden Fall ist mein Discord-Channel schon sehr aktiv, wenn ich hier gerade mal auf den zweiten Bildschirm schaue. Es sind 52 Member auf diesem Server. Ja, das heißt auf jeden Fall, dass viele, viele Leute schon auf diesem Server gejoint sind. Deswegen auch fettes Danke an euch, die Community. Und ja, gut, das hätte ich auch besser machen können. Hätte ich ein bisschen butterflyen können wenigstens. Ja, übrigens, Freunde, wenn ihr es noch nicht getan habt, folgt mir auf Twitch. @FeuersteinLive. Oder sagt man überhaupt @ bei Twitch? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall FeuersteinLive, so heißt mein Channel. Ich bin da oft am Streamen. Eigentlich hauptsächlich. Gut, dann machen wir das jetzt so. Bauen wir uns ein bisschen höher. Ich wollte gerade wieder mit dem Schwert draufschlagen, aber das ist nur ein Knockback-Stick. Lull. So, haben wir den. Jawohl. So. Nice. Okay, alles klar. Dann haben wir noch einen Gegner und zwar den Schwarzen. Ich glaube, es waren übrigens nur 6 Leute in-game. Deswegen kann es sein, dass die Runde deshalb so schnell umging. Ich habe ja auch nur einen Gegner bis jetzt getötet, glaube ich, vor diesem Orangenen. Ach, was sind das denn für Blöcke? Ist das Endstone? Aha. Null. Ich weiß jetzt nicht, was es war. Endstone, ja, tatsächlich. So, Freunde, hier hat jemand gerade Yin und Yang, oder nee, Yin Yang geforsmappt und ich wollte eigentlich Platzangst forsmappen, aber egal, Freunde, dann passen wir uns jetzt mal an. Ich dachte gerade, es wäre ein Heuballen, alles klar. Okay, Clay scheint anscheinend gleich zu bleiben. Die Webs, wenn ich jetzt mit Webs spielen würde, würdet ihr dann sehen, sind übrigens auch mit einer anderen Textur versehen, das ist auch wirklich verwirrend. Ah, wie machen wir das jetzt? Schnell Knockback-Stick. Ich wollte eigentlich ein Schwert holen. Ah, da hat er unser Bett. Schade. Boah, das ist echt verwirrend, ne? Ich wollte mir gerade ein Schwert holen. Ist das jetzt... Nee, das ist eine Pickaxe. Alles klar. Ja, ihr seht schon, also das ist echt verwirrend für den Kopf, weil man sich so auf die Texturen auch unterbewusst eingestellt hat, schon im Laufe der Jahre Bed Wars. Aber ihn haben wir. Nice. Alles klar. Schwerter? Ah, okay. Hier sind Schwerter. Okay, weird. Freunde, übrigens, danke für den fetten Support in der letzten Zeit. Auch wenn die Videos jetzt nicht so auf dem Stand wie von vor 3 Jahren oder 2 Jahren sind. Das ist mir eigentlich nicht so wichtig. Es geht darum, danke für den Support auf Twitch. Es ist wirklich insane, was ihr mir da lasst an Feedback. Und eigentlich haben wir immer so um die 10 Zuschauer. Oder 8, 9 sowas. Und es macht einfach unfassbar viel Spaß mit euch zu streamen, wenn ihr es auch nicht verpassen wollt. Ich mache eigentlich mainly Minecraft. Dann kommt einfach auf Twitch mal vorbei. Ich streame meistens so gegen 17 Uhr. Aber einen richtigen Streamingplan erstelle ich mir noch demnächst. Jetzt gerade ist mit Abi immer ein bisschen schwieriger von der Zeitplanung her, wann ich denn dann den nächsten Stream mache. Aber ich versuche halt fast jeden Tag zu streamen. Ist halt so, dass es manche Tage gibt, da ist es halt nicht so leicht. Oh, Knockback-Stick benutzen. Lukas, kennen wir den nicht von unserem Discord? Ich meine es gerade ernst, ich glaube, der ist auf unserem Discord. So.
Komm her. Jawohl. Okay, das war ziemlich close. Ja, Freunde, ich spiele jetzt mal mit Web. Aber wo ist Web? Wo ist Web? Okay, alles klar. Da muss ich mir noch ein bisschen was holen, weil ich will das jetzt selber mal sehen, wie das aussieht. Nee. Nein, okay. Boah, ist das verwirrend hier mit diesen, mit diesen vertauschten Texturen. Ich meine, klar, wir spielen die Challenge auch. Das sollte mir bewusst sein, dass ich mich da ein bisschen umstrukturieren muss im Kopf. Aber es ist echt nicht so leicht, ey. So, nice. Da haben wir ihn weggestompt. Schön, like a Feuerstein. Immer nur auf Stompen gehen. Und da kommt auch schon der nächste. Yo. Alles klar, das war sehr, sehr gut gebaut von ihm. Ich weiß nicht, ob es Inkland Godbridge war, aber sah so ein bisschen so aus vorne. Ich glaube, dass der slightly mehr CPS hat als wir. Okay, das sah ein bisschen weird aus. Alles klar. Dann hauen wir eben noch eine vierte Runde hinten dran, weil die Challenge eben so sick ist. Irgendwie gewöhnt man sich zwar mit dem Kopf dran, aber es ist trotzdem nicht so leicht. Weiß gibt's noch, tatsächlich. Okay, ich hoffe mal, dass der jetzt nicht runterfällt. Den Kill könnten wir uns noch snacken. Alles klar. Tschüss. oh, da müssen wir uns jetzt aber schnell hochbauen. Jawohl. Haben wir den No-Ground uns gecatcht. Und da würde ich sagen, könnten wir den jetzt auch noch holen. Ja, okay. Schön. Er wollte uns suiciden. Zack. Weg ist das Bett. So. Können wir jetzt hier noch auf ihn gehen? Da machen wir den. Ah, okay. Losen kann er anscheinend sehr gut. Ah, komm her. Uns gerade ein bisschen selber outplayed. Sehr schade. Wir hätten eigentlich mit der Picke spielen müssen, to be honest, weil ich glaube, wir haben ihm mehr Hits gegeben. Übrigens, Freunde, ich möchte demnächst dann das Video zu Grip Tape und zu meiner Maus Bloody A60 machen. Bis dahin muss ich aber noch ein bisschen mich eingewöhnen mit den Mausabuse, denn wie ihr wahrscheinlich aus meinen Videos entnehmen könnt, ich habe wirklich wenig Mausabuse-Erfahrung. Ich habe auch damals immer nur Butterfly gejittert, wie jetzt auch eigentlich. Und da haben wir gewonnen. Alles klar. Das war ein bisschen lucky von uns. Ich kann gar nicht mehr reden. Alles klar, Freunde. Dann würde ich sagen, lasst ein Like da. Schaut auf Twitch vorbei. Folgt mir auf Twitter @feuerstein YouTube. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.